Servus Leute, im heutigen Video geht es um die Fixes, die heute aufgespielt wurden und die Balancing-Änderungen von gestern. Da hat BSG wirklich einen rausgehauen, hat auf die Community gehört, Recoil, Stamina-Anpassungen und ja, ich konnte es gestern schon ein bisschen spielen und will euch da einfach mal meine Meinung dazu geben. Und die Patch-Notes von heute schauen wir uns natürlich auch an. Viel Spaß! Die Änderungen rund ums Recoil und Stamina. Ein wirklich großer Schritt, würde ich sagen. Die Community hat jetzt länger darüber diskutiert, insbesondere der US-Streamer und Veritas allen vorweg haben da Videos drüber gemacht. Auf das habe ich auch am Mittwoch reagiert und ich sehe es in etwa genauso in allen Punkten. Aber BSG hat da jetzt wirklich ja, schnell was gemacht, was mich beeindruckt, weil sie, ja, eigentlich habe ich gedacht, das dauert mal noch ein paar Wochen und sie machen das dann mit dem nächsten Patch oder so. Nein, sie haben es einfach umgestellt und sie haben einfach, wir sehen es hier im Hintergrund, reduce the recoil angle for all weapons. Sie haben einfach den Recoil mal, ja, halbiert, würde ich sagen, bei allen Waffen, was ich gestern so spielen konnte. Und dann reduce the stamina penalty when hit by any type of ammo. Das heißt, wenn man im Kampf getroffen wird, verliert man nur noch sehr wenig Stamina. Wenn man sich duckt, verliert man nur noch sehr wenig Stamina. Das heißt, man ist agiler, man kann mehr rennen und es ist besser. Dann increase the weight limit while overweight. Das ist eine Riesensache. 5 Kilo aufs Overweight Limit. Das heißt, man kann jetzt Gear spielen und ist nicht übergewichtig am Anfang vom Raid. Das heißt, man levelt Endurance. Und davor war es ja so, zumindest bei mir. Ich habe immer mit Gear gespielt. Endurance hat bei mir erst gelevelt, als ich Stärke 51 hatte und dann die Waffe nicht mehr gezählt hat zum Gewicht. Dann ging's. Und das ist jetzt anders. Im Moment bin ich bei Stärke 42, glaube ich, und ich bin so bei 32,3 Kilo erst übergewichtig. Ich glaube, 29 Kilo ist jetzt, wenn man Stärke 1 hat. Und das ist schon richtig gut. Da kann man gutes Gear mitnehmen, eine Armor und ist nicht übergewichtig und levelt Endurance. Und das ist eine Riesensache, finde ich. Dann haben wir hier Reduce Stamina Consumption in Various Cases. Haben wir drüber geredet, beim Ducken und so. Das ist damit gemeint. Und Energy Consumption und Water Consumption. Man muss weniger essen und trinken, das ist auch gut. Und dann haben sie noch bei den Rüstungen haben sie grundsätzlich die Penalties ja, angepasst nach unten reduziert. Das heißt, bei der Korund kann ich es genau sagen, da war minus 18% auf Movement Speed und das ist jetzt bloß noch minus 9. Das heißt, man ist grundsätzlich agiler und ich muss sagen, ist eine echt gute Änderung. Man, ja, man kann mehr machen im Fight, man hockt nicht hinter der Ecke und wartet auf Stamina, also zumindest nicht mehr so arg. Und das macht einfach mehr Spaß zu spielen und ich glaube, das ist auch ein Punkt, das hat viele Leute, was ich auch von euch gehört habe, gestört und wirklich den Spaß an Tag aufgenommen, dass man einfach bloß so, ja, man lootet, man ist overweight, man ist einfach langsam und so. Und das gibt halt dieses Shooter-Feeling ein bisschen wieder und ist auf jeden Fall eine sehr gute Änderung. Ich habe auch durchweg bloß Positives gehört und ja, Daumen hoch für BSG an der Stelle. Die Fixes von heute, dafür gibt es Patch-Notes und die wurden auch erwartet. Sie haben letzte Woche schon auf Twitter verlauten lassen, an was sie alles arbeiten. Schauen wir uns gleich noch an. Ich werde jetzt nicht komplett über alles durchgehen. Ich verlinke es euch unten, dann könnt ihr es euch selber durchlesen. Nur so die wichtigsten Punkte, die mir aufgefallen sind. Rubberbanding, Desync auf Streets wurde dran gearbeitet. Dann Binaural Audio, Stottern, Duplizieren. Binaural Audio, das liest sich hier nicht so, als ob das jetzt komplett gefixt ist. Also ich für meinen Teil werde es wahrscheinlich immer noch auslassen, aber sie haben da ein bisschen was behoben. Dann Buschgeräusche, Flugzeuggeräusche, die gelegentlich weg waren, sind wieder da und sollte gefixt sein. Dann insbesondere falsche Schrittgeräusche, während man ja geschlichen ist. Man sollte jetzt da keine Geräusche mehr machen, das war fehlerhaft, also Schleichen hat gar nichts gebracht im Moment. Dann Fitnessstudio mit aktivierten Overlays, insbesondere vom Nvidia Overlay, sollte jetzt funktionieren. Dann haben sie hier, ja, lauter hier Waffengeräusche, Haltbarkeit, Kleinigkeiten einfach. Was ich noch gesehen habe, D2-Exit ist gefixt und sowas. Und dann, ja, es geht hier weiter. Falsche Berechnung von Bonussen, geringer Haltbarkeitsverlust und sowas bei Reparaturkits, falsche Spawns. Falsche Anzeigen von Quests und was man da halt alles so macht, könnt ihr euch durchlesen, das sind letzten Endes Kleinigkeiten. Wie es dann genau im Game ist, kann ich euch dann auf dem Stream sagen. Dazu muss ich es erst spielen, ne? Das ist immer ein bisschen ein kleiner Unterschied zwischen Patch Notes, was da drin steht und was da wirklich im Game davon ankommt oder wie sich das im Game verhält, sagen wir es mal so, weil da gibt es Kleinigkeiten, die dann auffallen, die stehen hier gar nicht drin oder das kann man hier gar nicht rauslesen, weil es ja recht allgemein gehalten ist. Wie gesagt, lest euch durch, testet selber, sagt mir vielleicht in die Kommentare, was euch dabei am meisten freut bei dem Patch heute. Und dann schauen wir nochmal kurz, Moment, hier Battlestate Games, das ist von gestern, hier. Am 19. hat BSG getweetet, an was sie alles arbeiten. Und zwar hier, Fixing Issues mit Binaural Audio, allgemein, Sound, Positioning, Footstep Noise und sowas. Davon war jetzt heute nicht so viel drin, also da können wir noch weitere Fixing Patches erwarten. Tweaking Additional Aspects, Oculus Audio, wieder sehr allgemein gehalten, sie arbeiten am Audio.
hier mit dem Gym, das wurde heute behoben. Bugs, Stash, Hideout im Allgemeinen, da sind sie dabei. Da kommen immer mal wieder natürlich Patches, ist klar. Geometry und Lightning bei Streets. Neues Group-System, das haben wir auch noch nicht gesehen in dem Patch heute. Das soll auch noch kommen. DLSS soll geupdatet werden. Wahrscheinlich DLSS 3.0, oder? Im Moment haben wir 2.0 oder so. Also wahrscheinlich 3.0, könnte interessant sein. Dann mit Waffen, paar Probleme, several other changes. Die halten es halt sehr allgemein, aber das haben sie am 19. angekündigt. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich einer der ersten Fix-Patches. Da kommen noch mehr. Und ja, Sound ist immer noch nicht ganz perfekt. Aber sie machen auf jeden Fall was. Und mit den Balancing-Changes von gestern haben sie auf jeden Fall ordentlich abgeliefert in den letzten zwei Tagen, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Meine Zusammenfassung und Meinung zu den Fixes und Änderungen, die in den letzten zwei Tagen passiert sind. Und ja, grundsätzlich, ich habe auch fast bloß Positives gehört und ich sehe es auch sehr positiv. Tag auf macht auf jeden Fall mehr Spaß mit mehr Stamina, weniger Recoil. Es fühlt sich mehr an wie ein Shooter und man ist nicht mehr so, ja, so träge. Es ist einfach besser. Es ist ja immer noch ein Spiel, Realismus hin oder her. Es soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und wir spielen hier immerhin mit Maus und Tastatur. Deshalb sind das auf jeden Fall die richtigen Änderungen. Und ich bin wirklich beeindruckt, dass BSG so schnell reagiert hat. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outside. Da würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Könnt ihr mir ja sagen, über was ihr euch am meisten freut oder was euch stört, was euch noch fehlt. Da gibt es natürlich auch noch einiges. Ja, wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.